Guten Morgen, wir haben kein Auto. Du, wir passen ja alle gar nicht mehr rein ins Auto. Nein, er meint Schuhe. Ja, wir gehen doch jetzt frühstücken. Mama, komm mit Baby. Komm mit Baby. Komm mit Baby. Komm Baby. Komm, Baby, komm, 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 Baby, komm mit, komm. Komm, komm mit, komm mit. Will nicht. Bleibt hier. Bleibt hier. Will ein bisschen schlafen. Hast du überhaupt was an, Blumen? Unten drunter? Mama, Mama. Da steht, Mama, da steht S-E-X. X, Klammer zu. X. Der ist über Rot gelaufen, ganz bestimmt. Seht ihr. Mama, müssen wir mal warten. Ich muss warten, ja. Und gehen wir denn jetzt? Achso, ich weiß, wohin. Dann ist wir gehen vielleicht zu Zitrone-Limone. Also es heißt nur Zitrone, aber Limone. Nein, dann ist es einfach Melone. Nein, Limone, Limone, nicht Melone. Nee. Wow. Grün, genau so sollen wir rübergehen. Wie immer. Oh, ich hab Angst. Oh, ich hatte Angst. Oh. Wenn man Angst hat, dann darf man eigentlich mit der Kurze. Nicht mit Waldemus. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Ja, danke. Frühstück. Na und vor allem so viel Ruhe heute. Ja, war ruhig drin, alle waren schön. Draußen. Ach, herrlich, wunderbar. Die Kinder wussten gar nicht, was sie mit ihrer Langeweile zu tun haben. Ja, ja. Die sind nur hin und her gelaufen. Ach, Kinders. Wie schön, die sind alle zusammen. Ein guter Morgen. Kinder sind im Konkurrenzkampf. Papi, Mama ist im Schlüpfer. Habe ich für diese hier so eine Ja, ich auch die ganze Zeit. Papi, 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 Papi. Was denn? Also ich hab's gar nicht. Eskala. Ich will kein Eskala. Toskala. Nein, will ich gar nicht. Für diese. Eieiei, guten Morgen. So, ich bin im Laden. Ich bin ein bisschen zu spät. 5 Minuten, 6 Minuten. Das ist jetzt nicht so schlimm. Jeden Morgen hier und jeden Abend hier runter. Und ich schwöre dir, das ist so schwer für mich zu merken. So. Ah. Was kriegst du denn? Ich weiß den Einkauf nicht. Aber das ist auf jeden Fall weniger als ein 10. Nee, komm, dann bringen wir mal so einen Hager lieber. Nee, machen wir lieber so. Alles gut, ich werde dir jetzt einen Zehner geben, wenn die teurer mir egal sind. Ja, ja, das ist kein Thema. Also sie sind nur 20 Euro, sind die. Ja, ja. Im Ernst? Ja, na sicher. Nee, okay, kein Thema, ich mache eh eine Bestellung zum Morgen nochmal. Mach das mal, bringen wir mal lieber. Ja, okay. Also, wie sagt die Qualität? Ich habe ja nicht gerade so alles von BHUN 555. Noch was war das? Ja. Ich hab's mir auch am Fisch. Genau. Die haben ja nicht mehrere Qualitätsstufen von Shimano bei der Welt. Bei WWF? Ja. Bei doch, haben sie auch. Ja, ja nicht immer zu haben. Ja. Bei WWUN 55. Ja, genau. Also, ja, nichts. Ja, ja. Also wenn du weniger als einen 10er zahlst, dann bist du gut. Ah, nee, ja, mal gucken. Bei Hart hier. Verpackung draußen. Bei Hart zahle ich weniger als ein 10er. Ja, alles gut, alles super. Wolfgang, was gibt's Neues in der Stadt? Na, lies mal vor, ja, sag mal, was los? Krebskranke bei den 33 will die Zeit genießen, die hier noch bleibt. Bitte, ja, kein Zaffer mit Drohne. Der Jugendboss jetzt da wie alle. Weltreise bis in den Tod, 31 Grad, bis Mittwoch bis 40. Was ist das? Weltreise bis in den Tod? Ja. Ach so. Warum ist er so schlecht? Wieso ist dir jetzt schlecht? Nicht so schlecht, ja, so übel, so kurz. So kurz übel, na, das kann da sein. Ich trotzdem nicht gefrühstückt haben alle. Manchmal geht es einem halt ein bisschen komisch. Das ist die Hitze, ja, ja. Du siehst ja, ich darf ja nicht sagen, alle sind kalt, alle ganz warm. Und
Sofa breiter, der Platz zu Hause hat und das Hals über Kopf und alles schnell, alles drin eingepackt, die Hälfte draußen liegen lassen. Draußen? Mhm. Ja, aber egal, er ist im Markus gefahren, aber wenn man den einmal schnell mit dem Rennen fahren kann, weg, zack, zack, aus, naja. Das ist halt, da war eine Dämme drin, weil wir sind aufgestanden am Samstag von der Kontext nicht mehr heute. Ich brauche die Ruhe, das sind ja meine Flaschen ruhig und holen dann ein Paket Geld. Ich kann trinken, aber das ist so. Naja, wenn es jetzt so warm wird, richtig, dann musst du ein bisschen aufpassen, wa? Ja, ja, ja. Kein Sport mehr am offenen Fenster, ist ja. Ihr Frühsport. Ich hab mal geguckt, das war ja noch bis Freitag, ne? Aber da waren ja so viele Leute. Ihr guckt der, ihr guckt, wo ist Thomas nicht da, Müller nicht da, der nicht da, der nicht da. Na, ich war nicht da. Ne, der Risiker, der gerade, wo ist der denn? Danke, Nina. Ein schöner Kommentar, danke. Ach, das ist doch die Arme, ich weiß jetzt. Das ist die Nina, ja, ja. Ich hätte mir Witze gehen, was? Ja. Ja. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja, hoffentlich. Seit oben, Birnen sind drin. Warten wir auf den ersten Auftrag. Was läuft denn hier in dem Haus neuerdings für Schnüsse? Erst wird dem Nachbarn das Werkzeug hinten geklaut, Gartenwerkzeug, und jetzt schraubt hier einer den Kopf ab und der ist nicht mehr auffindbar. Was ist denn hier los, ey? Das ist ein totaler Kindergarten hier geworden. Das geht mir voll auf den Sack, ey. Und seit wann ist das so? Haut doch alles nicht hin. Das ist doch furchtbar. Oh, mein Schatz, aber das regt mich auf hier. Ich sag dir. Was ist denn das hier für ein Verein? Ich ärgere mich. Ich weiß nicht, wer es war. Keine Ahnung. Vielleicht liegt das doch hier rum. Vielleicht will mir auch einer irgendwas, irgendwie einen Streich spielen oder so und schmeißt mir dann die Sachen hier hin. Aber hier kommt alles weg. Da wäre ich ja selber schon paranoid und denke hier eine Stute. So, bescheuerter Scheiß, da will ich mir ja keinen Kopf machen drum. Ja, okay, jetzt geht's los hier mit Schlauchwechsel, das ist das erste. Tja. Zack. Oder 6. Ja, super. Fertig. Next. Hier bei der guten Frau, die hat einen Unfall gehabt. Die wurde angefahren vom Auto. Also dieses Fahrrad wurde angefahren. Dabei ist die Lampe kaputt gegangen und sie meinte, hier sind ein paar Kratzer entstanden. Naja, das ist alles so. Das kann man alles so nicht sagen. Das ist ja schon uraltes Rad. Die Kratzer kann ich natürlich jetzt hier nicht wegmachen. Da, man könnte es nachlackieren, man könnte jetzt hier so weiß absetzen und das in weiß einfach, so wie diese Hollandräder sind mit diesem weißen Ende, könnte man das schön machen. Ja, man kann es dann natürlich wieder rot machen. Das Rad klebt, Linde ohne Ende, die muss ich jetzt erstmal wieder abwaschen von den Pfoten. Also wirklich widerlich hier. Alles voll mit diesem Lindenzeug von draußen. Die Lampe muss ich abbauen, das ist Fakt. Die ist zerbröselt hier. Ja. Sieht man schon hier, da ist er. So, erstmal Pfoten waschen, dann bin ich wieder da. Ja, neue Licht ist schon dran. Ist ja alles nicht mehr heutzutage. Das alte ab, das neue rein, fertig.
Frage ist nur, ob es jetzt funktioniert. Oder ob das Problem doch vielleicht ein anderes war. Ah, funktioniert. Ja, wunderbar, dann haben wir das auch geklärt. Dann kannst du das Rad jetzt eigentlich verkaufen. Nochmal aufpumpen, da ist nämlich ja nichts drin. Sie meinte, sie hat aufgepumpt, aber hier ist... Da ist nicht wirklich was drin, anderthalb Bar schätze ich mal oder so. Nicht mal. Na, mal gucken, ob sie das gewohnt ist. Da wird sie das Rad jetzt glatt behalten wollen wahrscheinlich. Jetzt endlich ist mal Luft drin. Da ist nicht mal ein Bar drin gewesen. Ja, das ist die größte Manko bei den Leuten, dass sie nicht richtig mit ordentlich Luft fahren, mit ordentlichem Luftdruck. Das ist viel zu weich alles. Okay, fertig. Wo viel Punkt ist? Da hat echt Glück gehabt hier mit dem Rad, dass da nicht noch mehr Schäden passiert sind, würde ich mal sagen. Jo, fertig, Feierabend, next. Jo, jetzt haben wir hier Riesenrad, Klumpenrad, Wahnsinnsrad. Ja, mein Rücken ist fast total im Arsch, ich kann ja nicht richtig halten. Oh, meine Güte, oh, Mensch, Mensch, Mensch. Bitte, 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 bitte. Oh Mann, ey. Gar nicht in den. Schon verbaut, das gute Ding. Na, egal. Einmal runter. Oh Gott, neu wieder runter. Ach, na toll, ey. Au. Ja. Gottes Willen, ey. Boah, ich
ich schwitze mich tot, ey, gerade ein bisschen. Wahnsinn. Die Kugel abschrauben, die hat er nicht abbekommen. Nicht die, sondern die hier. Die hat er nicht abbekommen. Mal schauen, ob ich das abkriege. Mal gehört. Ab. Ab. Vergaht. An. Okay. Mit Motor? Mal gehört. Rauf. Elektro? Ab. An. Vergaht. Ab. Monatsende? Geil. Und bezahlt? Geil. Aber. Jetzt aber. Gut. Da aus. Ja. Ja. Telespiel. Nachtlicht. Ah, ah. Vergaht. Ja. Guck mal hier, weil ich schenke, ich schieb die bekommen von Katja. Ach, der ist jetzt geschrieben, ne? Ein Paket schickt. Da ist ein Fahrradschlauch drin, den hat sie wohl noch übrig gehabt. Okay. Das ist gut. Dann haben wir hier Erfrischungstücher. Oshibori Wellness. Cool, cool like. Okay. Die Dusche in der Tasche. Dusche, das ist ja witzig. Ohne Alkohol, das tut. Aber die Wetter? Na gut, wisst ihr, Erfrischungstücher und Nachtlicht. Ja, das ist cool. Und zum Aufladen. Das ist ja witzig. Guck, so, so. So eine Stilllampe. So. Diese vier Modi, gibt es. Cool. Lange, achso, nee, warte mal. Ach, das hast du gesehen? Warte, mit Farbwechsel? Sah so aus. Muss ja, da war ja auch lila. Jetzt. Achso, ganz langsam. Wow. War schön. Cool. Ja, zum Laden, bitte. Ja, das ist total gut zum Stillen abends oder wenn man mal irgendwo... Ja, siehst du, das ist das Beste. Ohne Steckdose. Ohne Steckdose. Steckdose unabhängig. Finde ich gut. Danke. Ja, danke schön. Vielen Dank. Dusche in der Tasche. Ja, kenne ich gar nicht, in der Sonne. Mhm. Bekannt, Lufthansa. Ja, bekannt von Bordservice der Lufthansa. Nein, nein, nein. Muss das eben sein. Gar nicht Airline. Deep Ocean und Interconti. Interconti, ist das ein Hotel, wa? Sehr lustig. Sehr lustig. Ah.
Named after the hotel. Which floor? Genau. Tja, was soll ich sagen? Bei dem guten Peugeot finde ich keine Gabel. Ich finde partout keine Gabel für die Peugeot. Gibt es nicht. Das ist eine recht hohe Größe und ich finde keine Peugeot-Gabel. Ich muss irgendeine andere nehmen. Ich muss jetzt erstmal eine Touring-Gabel nehmen wahrscheinlich und die da einbauen. Den Kollegen wahrscheinlich nicht so freuen. Aber eine Touring-Gabel, dann kann ich wenigstens die Bremsen noch verwenden. Das ist ja mal das Problem bei so einer Touring-Gabel. Obwohl, dann sind die Bremsen so lang. Müssen die Schenkel so lang sein. Das haut alles nicht hin. Das ist alles schlecht. Finde ich nicht gut. Ich finde das überhaupt nicht gut. Man kriegt das nicht hin mit einer vernünftigen... Klartext. Redet ihr von Drogen? Viel, das von hört Drogen? Sich an, wie du machst immer. Von Drogen und von Alkohol und von Rauchen redest du viel. Und Stimmungsspitzen, die man damit beschneiden sollte. Das liegt vielleicht daran, dass ich in Berlin lebe. Und da man das nur in Berlin so machen kann. So, nein, sitzt ja für vorne, sitzt ja für hinten. Herzlichen Glückwunsch. Sag mal, die Wand verbraucht mir noch. Jetzt habe ich das alles wieder vergessen. Das sind meine Stimmungsspitzen. Warte mal. So, den ziehst du jetzt mal vorne ein. Das sind die Kabel für vorne. Ja, na, die für vorne und die hinten am Schaltwerk. City. Mensch, Martin. Und das ist aber jetzt nicht wirklich Fortschritt. Wieso, was, wieso? Siehst du da was? Ich sehe da nicht. Ja, weder der Pegel ist hochgegangen. Nee, macht er auch nicht. Das ist es ja. Das ist ja das, was ich meine. Da passiert nie, kurioserweise, ich kann eine neue Batterie anschließen, da passiert trotzdem nichts. Das hast du aber nicht. Moin. Hallo. Ja, wie jetzt? Ja, alles gut, alles gut. Ja. Hier sind doch überhaupt keine Einstellungsmöglichkeiten. Der Pegel müsste ja auch. Ich warte mal. Was hast du denn? Ja, eine Menge Medaillen, die es machen. Ach du Scheiße. Ja, das hast du gesagt mal vorne, ja? Kannst du mal erkennen? Oder? Den hast du mir so gegeben. Das ist gesagt, der lange vorne, für hinten. Der ist der hintere. Der ist. So. Das ist. Der kommt vorne rein. Also ist der vordere Teil des Zugs, das ist der hintere Teil. Ach so. Eine Menge Medaillen. Ich werde bekloppt. Eine Menge Medaillen. Nee, die Schraube da. Die Schraube ausdrehen, ist der Anschlag. Hier. Ach Mensch. Ist was denn ist? Nee, ist nicht. Ich hab den großen. Der könnte auch ein bisschen Farbe sein oder so. Der ist nicht draußen, Salami. Oh, gerne. Ausstauchen vielleicht. Frau Strausberg. Nee, fast. Ja, ist Kagel, da gibt's eine Straußenfarbe. Da sind wir mit Andi zufällig vorbeigefahren. Da haben wir ein Straußenfleisch gefunden. Guck mal, Straußenfleisch. Die Straußeneier. Straußeneier kostet 25 Euro. Und habt ihr Teile nach Hause gemacht? Ja, natürlich. War ausreichend für eine Portion, für einen von euch? Naja, eigentlich hätte ich 12 gebraucht, aber 12x25, das ist ja... Ja, dann auf 12x25 Euro. Nee, jetzt habe ich mal rechnen. 12x25? Das sind 300 Euro. Ja. Ja, willst du ein Gebot noch dazu haben? Weil du mich zu essen da hast. Bist du gut zu mir? Ja, was vor Einwegbrot? Was? Nee, Eiweißbrot. Ach
Einwegbrot. Einmal rein, nicht mehr raus. Am Anfang jetzt. Ich komme nicht mehr klar. Aber ich kann ja hier die Straßenfarben nicht geben, das tut mir leid. Mal ein Bettchen geholt und bin ja mal gespannt. Die Straßen, was? Ich kann, er guckt schon, ich kann ihm aber das Straßen-Ding nicht geben jetzt. Tut mir leid. Ich bin ja ganz enttäuscht. Jetzt hier. Was sind alle hier eine Rinde da? Drinnen kalt. Kalt, warm, kalt, warm. Kalt, warm, kalt, warm. Hast du überhaupt deine neue Anlage schon mal eingestöpselt? Nein, ich habe diesen Klinkenstecker noch nicht. Ich brauche davon großer Klinke auf Schicht. So ein Ding, so was habe ich doch ja nicht. Da muss ich gleich mal was kochen gehen. Wo soll ich denn, wann soll ich denn wo was kochen gehen? Also, hat ja mal einen Stoff, das ist ein Quatsch. Ja, ich guck mal, vielleicht kann ich den mal basteln. Basteln? Ja, ich habe eine Gabel sonst mal selber gemacht. Tja, wie der staubt, ist ja geil. Also, staubt ist ja auch doof gesagt, aber. Klar, Metallstaub. Hm? Naja, kann man wahrscheinlich sogar eh quetschen. Vielleicht sogar. Aber kannst du nicht gucken? Ja. Yes. Zack. Da geht gar nichts, ne? Dass ich den vorhin nicht so einfach zerr. Ich hab den ein bisschen aufgebogen, aber hab genau. Ach, wieso kommt der denn her? Was? Das Surfboard? War das vorher schon hier? Ja. Das war ich schon seit dem 90er. So, letztes Jahr haben wir hier an dem Rad Speichen. Radspannerei! Wieso war es damit? Ja, da geht man bestimmt so 5 Gramm drin. Ja. Kann sein, jo. Ja. Letztes Jahr haben wir hier die schon mal ein paar Speichen getauscht. Jetzt sind wieder welche durch. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ey, was ist denn das da? 1, 2, 3, 4, 5. 6, ja, toll. Das letzte Jahr haben wir das schon mal gemacht, wohl bei dem Rad, kann ich mich nicht entsinnen. Aber ich bin ja der einzige Bekloppte, der hier auch mal 6-7 Speichen austauscht und dieses Jahr müssen wir halt wieder ran. Und naja, wenn es um ein Jahr hält, ist ja in Ordnung, 35 Euro, 36 Euro da zu investieren. Runter damit, zack, auf damit. So, jetzt müssen wir hier den Zahnkranz runternehmen. Zack. Ja, jetzt kommen wir an die Antriebsseite auch ran, wunderbar. 1, 2, 3 auf der Seite. Und auf der anderen Seite habe ich doch viel mehr erzählt, ne?
der anderen Seite sind es 1, 2, 3, 4. Also 7 Speichen. Das ist noch ein bisschen mehr. Next! Hi! Hallo! Hilfe! Was Hilfe? Bus! Bus! Ja? Sag mal meine Front again. Ja, spring runter. Ich bringe jetzt eins hier hinter und hast du Platz für eins hier unten. Kombinieren. Hast du? Guck mal, wenn, ja, ich weiß jetzt nur nicht im. Der Schnellspanner ist immer nicht auf der Antriebsseite. Keine. Also nur andersrum. Ja. Ich habe im Moment, merke ich, gar keine großen Reserven mehr. Was hast du denn? Was brauchst du denn? Du bist. Hä? Du und du bist. Ja, aber ich hab doch Mango Lassi. Ja. Was da? Na, du brauchst auch was da. Jetzt wird's sein. Geht ja noch. Kraft? Die Arme fließt ja noch. Hund, Hund kann Wasser kriegen, weißt du doch. So, ja. Alter. Wo ist denn der Schlauch dazu? Das ist aber furchtbar hier. Ja? Der Schlauch. In der Vitrine. Ja. Machst du gleich immer in die Wasserfuhr holen. Hey, wieder hängen hier. Ja, das ist das Problem. Ja. Habe ich denn jetzt hin? Oh. Das ist eine Scheiße. Oh, jetzt sag dir. Nicht? Na? Ja. Ich wollte mich jetzt aber hier im Friseurstuhl. Wolfgang, komm doch her in den Friseurstuhl. Komm her, schon. Ja, aber das ist jetzt vielleicht hier so eine gute Idee. Nicht, dass der Wolfgang dich vom Arbeiten abhält. Hier ist ein schön kalt. Oh. Oh, und er randaliert gleich wieder, ey. Er schmeißt die teuren Styrium-Elite-Räder um. Hallo. Hallo, hallo. Moin. Hat alles geklappt? Dennis? Ja, bin ich. Hoffe ich doch. Hast du nur Rennradschaft gesehen? Was kriegst du? 10er. Gut. Können wir das morgen Vormittag machen? Ja, aber nimmst du heute mit, wa? Bitte? Nimmst du aber heute mit? Nimm's jetzt mit, ja. Ja. Ich war nämlich heute jetzt nicht weiter unterwegs und. Hoch nämlich Platz, wie du siehst. Gestern auf dem Mittelaltermarkt ist mein Herrn Sidel flöten gegangen. Ja, das ist ja immer so viel. So viel. Abheben. Hast heute viel Besuch gehabt, wa? Hä? Hast heute viel Besuch gehabt. Hey, gerade halt. Alles jetzt gerade. Der Topf war hoch hier, war der bei der Arbeit gekommen, war? Nee. Ich dachte, dass es hoch hier war. Halt mal Hand auf. Hä? Zählt? Oh. Gut, Spende. Nehme ich gerne. Danke, Wolfgang. Wieder die Redespende von Wolfgang. 18 Taus. 18 Diemen. Das haben sie sich bei mir beschwert über Alex. Mhm. Ich war doch vorhin nicht hier, ne? Ja. Und, schon läuft alles schief, oder was? Genau, ja. Und gerade hast du. Hör mal auf. Wieso? Was ist denn passiert? Da hatte ich einer auf der Schwammbau-Ecke da. Hat er gesagt, der Künstler hat sich ja von oben runter mit Wasser die Blume gegossen. Welcher Künstler? Künstler. Welcher Künstler? Ja, und der meinte natürlich die Alex. Die von oben runter die Blume gegossen. Mit Alex mit Schlauch. Wer denn? Wann denn? Also, wirklich, keine Ahnung, weil Samstag oder Sonntag Vormittag, keine Ahnung, ich weiß das ja nicht. Spremberger, welche Spremberger? Auf der Ecke, da wird doch. Wieso soll er denn von oben irgendwo da Blumen gießen? Ja, hat er wohl gesehen, dass Alex da oben mit dem Schlauch
Ach, von sich oben ja, aus? Ja. Achso, ja, geht ihm noch nicht an. Das ist doch eine Stimme. Mir auch nicht, aber ich hatte der was gesagt. Er sagt, der Künstler hat sich doch alle. Wenn der Rumäne jemanden mir hat auch gesagt, dann so, dann müssen sich dann alle. Ach, das sollen sie alle machen. Ja, das sollen sie alle machen. Soll sein, wa? Oh Gott, nee, was denn bitte? Und ich will ja in meinem Jahr auch mal was machen, wa? Ach nee. Die sind alle kaputt hier. Ach nee. Ja. Ja. Verdammt, fertig. Nee, war nicht. So, Dennis, ich krieg die Krise hier, ey. Hier. Ist ja alles kaputt hier. Alles kaputt. Ach ja, stimmt, da ist ja schon Simon hier. Ich glaube, da haben wir ja den Rest alle Wechsel zu. Da, noch einer. Alles kaputt hier. Eine Speiche nach der nächsten Folge raus. Das ist platt, das ist platt. Ich sollte einfach einen platten Reifen wechseln, bloß. Ganz ehrlich. Hast du die Telefonnummer? Nee, habe ich nicht. Für einen platten Reifen habe ich die nicht genommen. Muss man in Zukunft immer machen. Ach ja, aber wann, wie? Zwischen den ganzen Leuten, die alle was wollen. Das nehme ich mir immer irgendwie vor, aber irgendwie klappt es nie. So, Fakt ist, ich habe es ja aufs Band. Auf Band hier ist alles kaputt. Hier habe ich, wie viele Speichen sind es denn jetzt? Letztlich sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na, nicht schlecht. 6 Speichen. Ja, das ist schon. Das auch nicht zu merken mit Kind. Kind auf jetzt. Wolfgang, legst du meine Reifen? Meine Laufräder, meine schönen. Mann, Mann, Mann. Das ist lieber ein Stadler oder was? Umsonst gekriegt oder? Ja, mein Lohr, das ist eine Stadlerfläche. Hier. Wie schön. Butter. Butter, eine Butterfelge von Stadler. Ja. Mann, 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 das ist schon was. Eine Speiche fehlt, wie immer. Oh. Meine Güte. Naja, kostet ein bisschen was, den Laufradsatz. Ja. Ist nicht genau wie viel, aber... Nochmal eben von Crossmax holen oder D-Max. Und ja. Geht ja auch bar, weil du kostest ja 800 Euro oder 100 Euro. Scheu. Wahnsinn. Ja, aber sieht gut aus und hält ja auch was aus. Wir sind ja. Wir sind 6 Speichen kaputt. Meine Hüte! Die Frau natürlich nicht gemerkt hat. Ich bin mit Kind hinten doof, ja. Mit Kind hinten doof. Und wahrscheinlich mit wieder Rucksack oder so. Und jetzt sagen wollten, nee, wieso? Die waren doch alle in Ordnung. Wo sind die denn hin? Kann ja auch sein. Wenn Sie an meinen Fahrlehrer denken, der damals meinte, so verantwortungslos viele Frauen, dann gehen dann über die Straße zwischen den Autos, schieben sie ihren Wagen und gucken dann so und schieben dann den Wagen. Der Wagen ist als erstes auf der Straße, weißt du, statt so zu machen, und dann ist dann ja, ja. Auch safe. Ja? Erstmal so. Und du siehst die Frau, du siehst sie noch einen Meter hinten, denkst, sie geht ja nicht. Ja? Und wenn sie dann sich überlegt hat oder was sie dich nicht gesehen hat, schiebt sie dann ihren Wagen. Ist das Kind tot? Bäm. Ja. Oder Querschnitt zu leben. So, Mensch. Eins wollte ich noch einen Filter. Ganz. Gut, mit Aktivkohle. Genau. Nee, ich hab noch Filter im Rucksack. Ja. Wolfgang, ey, krieg die Krise. Was machst du denn? Aufmerksamkeit. Nee, das war Wolfgang mit seiner Tüte da an der Seite. Ja, genau, da. Da kannst du noch was sagen. Nee, dann gebe ich sie eher nicht wieder. Nee, Quatsch, ein Kühlfahrer war ja noch gut. Aber das ist doch nicht mit dem Steuersatz, oder? Das ist doch nicht mit dem Steuersatz, hast du ihn hier? Das ist ja krank, immer an dem, hier dachte, war es mit dir und ich mit zwei großen Fenster geguckt habe, wa? Sag nochmal. Extra, du hast vorhin mit dem Pfann mit dem Hund rumgespielt. Die wollen Fenster geguckt haben. Ach so, ja, ja. Ich dachte, ja, man macht eine Ehe mit dem Hund. Da kannst du mir eine eigenmächtige reparieren, nee, war. Nee, ist ein bisschen teuer. Also sieht jetzt von 16 Euro aus. Da kommt der Superrad ran. Hä? Da kommt der Superrad ran. Der Superrad, naja. Dann bräuchten wir ja nichts machen.
Und das Mädel sagt, naja, komm mit dem schwarzen Fahrrad, mit dem Pedal, ich habe das ein bisschen weiter reingeschoben, dann da angelehnt. Okay. Das ist ein Arsch, ich wollte noch nicht mal reingucken hier. Das. Wollte ich mal einen Steuersatz angucken. Nicht gewartet. Dann sieht er so aus. Gucken wir mal, ne? Hier die alten Kugeln raus, die da noch drin sind. Ich war bei Edeka, wollte ich gerne bei dem kleinen Edeka um die Ecke, wa? Ja. Und ich bin bei Zelda, wo ich ein ganzes Paket und drei Pakete und, ja. Und bei mir war immer am Automaten die Bier streiken. Was bitte? Die Automaten viele Flaschen an. Ich dachte, du wolltest ja welche holen. Ja, am Automat? Der Automat streikt? Na ja, klar, los. Oder Edeka zu? Weil in der Edeka bleibt es, der muss automatisch, nimmt nicht an, weil die Firma streikt. Also ist Edeka zu? Edeka, nee, du verstehst mich verkehrt. Edeka hat offen. Ja. So. Und so steckst du mal Edeka in die Flaschen rein, der Automat drin. Das ist eine andere Firma, oder was? Ja, klar. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, das ist eigentlich, also, wo ich den abgeladen habe, ja, kennen wir nicht, haben wir nicht. Und da haben wir alle Kassen mit dir, die hat die alle Monate zusammengeschissen. Zusammengeschissen? Ja. Nee, da bestimmt nicht. Logisch. Scheiß noch keinen zusammen. Naja, die ich habe hier Scheißbrot geholt und vom Fritz. Da sagt die zu mir, haben sie keine Kleinheit? Nee, ich wollte noch mehr holen, weil ich ja keine Flasche weggeben loswerden wollte. Und da war die sauer. Weil ich wollte 50 Euro scheiden, aber ich habe mit 1,50 Euro bezahlt. Oder 1,50 Euro bezahlt. Oh Gott, nee. Das ist kein gutes Zeichen. Oh. Das ist kein gutes Zeichen. Wenn der Steuersatz unten freiwillig rausfällt. Yay! Na super, wo bist du denn? Da. Ach Mann, ey, was für ein Scheiß. Na ja, ist doch wahr. Das ist Mitte, kann ich auch nicht brauchen. Ach Mensch, ja, ich sag dir. 44, 54. Jawohl, ist weg. Ach Mensch, Alex, hast du hier Buft in dem. Ach Gott. Luft da hier durch und alles riecht nach Kiff. Das ist so wirklich, okay, kann doch nicht sein. Oh. Ich habe eine Schwierigkeit mit meinem Fahrrad. Was für ein? Es ist so ein altes Frauenfahrrad mit einem tiefen Einstieg. Ja, und? Und das Rad vorne. Also hat er mir schon so einen Schlauch rausgeholt, der da irgendwie mit drin steckte. Aber es eiert irgendwie und wenn du dich aufstützt, macht es immer so ein Knuck. Und ich weiß nicht, was es ist. Also der Einstieg ist eigentlich nicht das Problem. Stopp, das ist schon nach 9, ich muss unbedingt einräumen.
Du, Feierabend. Also, ich pack zusammen. Mein Rücken schmerzt wie Sau. Dennis hat mir eine Straußensalami mitgebracht. Bin ganz gespannt, wie die schmeckt. Schlüssel abschließen, weg hier.